Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema US-Dollar gegen den japanischen Yen, aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Der US-Dollar gegen den japanischen Yen hier im Daily-Chart. Man sieht eigentlich sofort, worum es heute geht, beziehungsweise warum ich dieses Video mache. Denn wir sind unter diese sehr, sehr wichtige, aufwärts gerichtete Trendlinie gefallen an dieser Stelle. Und zwar bereits am 24.12. Ich hatte das Ganze noch abgewartet, um zu sehen, ob es wirklich bei einem Ausbruch bleibt, bei einem nachhaltigen Daily-Close oder ob der Kurs eben wieder hereinkommt. Das war ja auch nicht unmöglich. So, wie sieht es aus mit den nächsten Schritten? Nun ja, das Schöne ist, wir haben ja quasi ein Key-Level durchbrochen. Nicht nur diese eine aufwärts gerichtete Trendlinie, sondern eben auch diese stabilisierende abwärts gerichtete Trendlinie, beziehungsweise diese Trendlinie, die eine Zeit lang eine etwas stabilisierende Funktion inne hatte oder der eine stabilisierende Funktion inne wohnte. Nun ja, die heutige Tageskerze, die sieht schon recht vielversprechend aus. Klar, das ist jetzt nicht ja die Welt. Ungefähr ja, knapp 50 Pip haben wir heute im Laufe des Tages bereits umgesetzt. Das liegt einfach auch daran, dass der Tag heute oder der Markt im Allgemeinen heute sehr, sehr ruhig verläuft. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben heute den 28.12. Ende der Woche ist bereits das Jahr zu Ende, das aktuelle Handelsjahr. Ich glaube nicht, dass es jetzt im Zuge der nächsten Tage noch zu riesigen Bewegungen kommen wird. Würde mich stark überraschen, sondern das Ganze wird jetzt hier sehr, sehr technisch vonstatten gehen, sehr, sehr entspannt und erst dann in der nächsten Woche, wenn auch wieder die NFP-Zahlen anstehen, Freitag nächste Woche, dann sollte das Ganze auch wieder richtig Fahrt aufnehmen. Gut, worauf möchte ich jetzt hinaus? Na, ich möchte gerne sehen, dass der Kurs diesen Bereich hier, also dieses Key-Level, welches wir schon durchbrochen haben, jetzt natürlich erst einmal retestet. Hier ungefähr in diesem Bereich. Moment, das fängt an bei ca. 1,20, 1,2080 und geht bis ungefähr 1,2120. Sowas, diese Pufferzone kann man sich schon vormerken und das wäre sicherlich keine schlechte Idee, sich daran zu orientieren. Ja, also ich würde beispielsweise auch einfach mal in den Raum stellen, dass zum Beispiel dieses Hoch hier bei ca. 1,21550 oder knapp oberhalb diese Hochs, dass das ein sehr, sehr schöner Stop-Bereich ist. Aber man muss natürlich oder man ist jetzt nicht verpflichtet, hier unbedingt ein Sell-Limit oder den Markt zu legen. Man kann natürlich auch erst einmal warten, was die Tageskerzen an diesem Bereich hier tun. Wenigstens die H4-Kerzen mal abwarten und dann eine entsprechende Entscheidung fällen. Also ich glaube nicht, dass, und das sind wir auch in den letzten Monaten oder im gesamten letzten Jahr gewohnt vom US-Dollar-Yen, dass wir hier in irgendeine Hektik verfallen müssen und jetzt unbedingt gleich die Orders setzen und Angst haben müssen, dass wir nicht wieder in den Trend reinkommen. Also da, ich glaube, das gibt uns hier schon ein bisschen Zeit. Klar, wir müssen hier diese Pufferzone auf jeden Fall beachten, deswegen sage ich so mit der Stop-Thematik, das ist momentan noch ein bisschen kritisch. Also ich würde schon warten, wann denn die Tageskerze dann letztendlich wirklich diese Trendlinie hier erreicht. Ja, wir sind zwar jetzt auf dem Weg dorthin, aber sie kann auch noch erst ein bisschen tiefer fallen, erst im Laufe der Woche oder der nächsten Woche erst hier hochkommen. Also da würde ich mir schon die Zeit nehmen und das Ganze hier abwarten und aussitzen. Sehr, sehr interessant auch der Fakt, dass sich knapp unterhalb dieses Ausbruchsniveaus der Weekly 50er 55 EMA befindet. Und ja, nur gut, das müssen wir natürlich auf jeden Fall beachten. Also das ist klar, denn der Kurs oder beziehungsweise die Bären scheiterten zwar bereits zweimal daran, das wird aber nicht von Dauer sein. Also ich denke, der Ausbruch wird kommen, der letztendliche Ausbruch, und wir werden dann sicherlich hier ungefähr das Kursziel bei 1,1550, 1,16 erreichen, ab jetzt so um die 450 Pip. Aber eine gewisse psychologische Wirkung und eine gewisse technische Wirkung wird der Weekly 50er, 55er EMA hier in Rot und Dunkelrot schon ausüben. Deswegen ja, bin ich eben noch sehr, sehr vorsichtig und möchte jetzt noch nichts überstürzen. Und dieser Bereich entspricht auch gleichzeitig dem Weekly S1, Weekly S2, heutigen Daily S2, heutigen Daily S3 Pivot Point. Also sollte der Kurs heute wieder erwarten, doch noch einmal hier hochschießen. Und wir bekommen den Einstieg, dann wäre ich schon hier ab den 1,1970 bzw. dann spätestens bei den 1,1990. Da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig werden und gucken, okay, lohnt sich dann vielleicht schon mal den Stop-Break-Even zu ziehen, dass man wirklich sagen kann, na, das könnte hier nochmal eine harte Nummer werden. Klar, muss das nicht bedeuten, dass der Kurs hier nochmal 300 Pip in die Höhe schnellt, aber so eine kleine Reaktion könnte ich mir schon vorstellen. Deswegen hier wieder meine beliebte Thematik, Stop Pending Orders bitte vermeiden. Das heißt, Buy Stop und Sell Stop Orders wollen wir lieber in das stille Kämmerchen zurückschieben. Das macht wenig Sinn, denn
Wenn man jetzt hier beispielsweise dieses Tief so eine Sellstop unterlegt und der Kurs prallt hier gleich wieder ab, dann kann das hier sehr, sehr dynamisch werden und die ganze Order wird gefressen, obwohl der Kurs vielleicht letztendlich wieder weiter runterfällt. Also das müssen wir einfach uns nicht antun und deswegen warten wir hier erst einmal geduldig auf diesen Retest und kommt der Kurs doch noch einmal weiter runter, dann möchte ich hier erst einmal Weekly 50er, 55er EMA warten, was denn der Kurs in diesem Bereich macht. Ja, weiter als die 1,15, 50, 1,16 möchte ich mich jetzt noch nicht wagen. Das werden wir dann entscheiden, wenn der Kurs sich hier in diesem Bereich befindet. Potenziell oder beziehungsweise theoretisch könnten wir durchaus weiter fallen, ungefähr in den Bereich der 1,10 zurück, vielleicht auch tiefer. Das hängt dann ganz davon ab, was der Kurs eben in diesen Bereichen hier unten macht, in diesen Gefilden. Aber wir haben schon gesehen, diese Konsolidierungsformation, die hat sage und schreibe oder dauert noch an, ist ungefähr schon seit 56 Wochen und ja, über ein Jahr jetzt inzwischen. Wir müssen jetzt nicht hier schon 8 Jahre vorher vordenken, denn wir wissen nicht, welche Dynamik hier denn letztendlich in den nächsten Monaten mal aufkommt oder ob es denn so schleppend weitergeht. Ja, deswegen warten wir jetzt erstmal ab, sehen hier die 1,1550, 1,16 als Ziel, sobald der Weekly 50er, 55er EMA gebrochen ist. Und dann können wir sicherlich im Laufe dieses kleinen Abwärtsmoves hier nochmal die ein oder andere Short Order in den Markt bringen, um das Setup dann so weit wie möglich aufzublähen. Gut, das war's für die Videoanalyse des Tages. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir hören uns natürlich heute Abend 19:30 Uhr im Active Trades Webinar, beziehungsweise vom Veranstalter Active Trades unterstützt. Der große Jahresrück- und Ausblick 2015, 2016, wie immer kostenlos. Ich freue mich über die zahlreiche Teilnahme und bis dahin. Tschüss.